Hochspringerin Heike Henkel gewann Anfang der 90er Jahre 6 internationale Titel. Heute ist sie Expertin für Motivation und körperliche Fitness. Sie engagiert sich im Gesundheitssport und begleitet Bewegungsprogramme für Unternehmen. Heike Henkel, herzlich willkommen bei uns am PT-Stand. Ich denke mal, die meisten werden dich kennen, aber stell dich vielleicht einfach selber nochmal vor. Ehemalige Leistungssportlerin, Olympiasiegerin, Europameisterin, Weltmeisterin. Habe ich was Wichtiges vergessen? Nein, das Wichtigste hast du genau. Wir haben uns hier getroffen, um, ich sag mal, so ein bisschen über Leistungssport und Physiotherapie zu sprechen. Hast du eigene Verletzungserfahrungen gemacht, eigene Erfahrungen gemacht während deiner oder nach deiner Karriere, wo du Physiotherapeuten gebraucht hast? Also ich habe wenig Verletzungserfahrungen gemacht, weil ich einen guten Physiotherapeuten hatte. Okay. Also es war schon sehr wichtig, dass man Physiotherapie in Anspruch nehmen konnte. Jetzt ist deine Profilaufbahn ja schon eine ganze Weile her. Die Hochzeit war, glaube ich, so Anfang der 90er. Da sah, glaube ich, so eine Betreuung auch insgesamt noch ganz anders aus. Also hattet ihr Physiotherapeuten mit bei den Wettkämpfen oder hattest du einen persönlichen Physio? Hattet ihr in der Gruppe jemanden, der euch betreut hat? Wie sah das aus? Also ich war ja im großen Verein bei Bayer Leverkusen und da hatten wir unseren eigenen oder zwei Physiotherapeuten, die nur für uns Hochleistungssportler da waren, wirklich jeden Tag. Und wir auch kommen konnten, wann Bedarf war und eben auch Wettkämpfe, wo der Verein auch in einer großen Gruppe vertreten war. International war das dann oft so, dass einfach vom Verband Physiotherapeuten gestellt wurden, die natürlich immer gerne aufgesucht wurden. Nicht unbedingt auch immer, weil man verletzt war, weil man ja, mental vielleicht auch gerade nicht so gut drauf war. Also der Physiotherapeut hatte auch noch viele andere Aufgaben zu erledigen. Ja, okay, also nur die vielleicht den Aspekt des Vertrauens, der Vertrautheit. Welchen Aspekt noch? Ja, einfach. Ja, Vertrauen ist halt eine große Sache und sehr wichtige Sache, weil der kannte den Athleten, der weiß häufig, wie muskulär reagiert oder wo es vielleicht gerade dran lag, wo die Verletzung herkommt. Der kann unterstützend Tipps geben, was man im Training machen sollte. Als Hochspringerin, das ist ja eine sehr besonderer Bewegungsablauf. Ich kenne aus dem Schulunterricht noch den Flop. Das war sicher zu deiner Zeit auch aktuell, oder? Ja, das ist auch bis heute. Ist das immer bis heute noch immer der? Noch, genau. Okay. Früher ist man ins Straddle noch gesprungen, also ja, vorwärts drüber, aber jetzt gibt es eigentlich nur noch den Flop. Okay, ja, das ist ja, ich sag mal, eine sehr extreme Rückbeugung. Führt das zwangsläufig zu bestimmten Problemen? Ja, es ist erstmal der Moment des Absprungs, das ist das Siebenfache des Körpergewichts, geht auf einen Fuß, das ist natürlich eine hohe Belastung, dann die Lattenüberquerung und aber auch das Abrollen. Also, okay, ja. Viele haben später Probleme mit dem Rücken. Man ist, glaube ich, als Sportlerin sehr auf das Ergebnis fokussiert. Wenn man jetzt eine Goldmedaille erreicht hat, was ist das für ein Gefühl? Also es gehen natürlich viele Emotionen mit einher, aber für mich persönlich war es ja, ein riesiger Stein, der vom Herzen gefallen ist, weil der Druck war da und der Wunsch und die Erwartungen waren da und das war natürlich in dem Moment toll, der Beweis, man hat es geschafft. Du bist der Bewegung eigentlich treu geblieben. Du hast gerade erzählt, du beschäftigst dich so mit Themen wie Burnout, arbeitest mit einer Psychologin zusammen, machst da wiederum den Bewegungspart. Was habt ihr da für ein Konzept? Was bietet ihr an? Ja, grundsätzlich natürlich eine Beratung, um herauszufinden, wo Stresssensoren sind, was bringt mich in eine Stresssituation. Später, um dann herauszufinden, was kann ich tun, um da vorzubeugen. Also es ist überwiegend präventiv wird hier gearbeitet und insgesamt, und deshalb ist uns der Sport auch sehr wichtig, geht es darum, einfach um eine gesunde Lebensführung. Du beschäftigst dich auch mit Gesundheit am Arbeitsplatz? Einfach sich
bewusst machen, dass Pausen wichtig sind und sich nicht in einem Projekt oder in einer Aufgabe gerade verbeißt. Und das fällt den meisten sehr schwer, wirklich eine Pause einzulegen oder einfach in die Kantine zu gehen, um was zu essen. Ja, das kommt dann auch zu kurz. Sich wirklich 10 Minuten, das muss ja manchmal nur 10 Minuten sein, oder 5 Minuten mehrmals am Tag, das ist nicht viel. Die Zeit kann jeder aufbringen, aber man geht wieder frischer in den Job, wenn man auch mal kurz den Raum verlässt, an die frische Luft geht. Also solche Kleinigkeiten eigentlich, die ja im Grunde jeder weiß, aber ich zeige den Weg auf, wie sie dahin kommen, dass sie das auch aktiv umsetzen. Ich wollte gerade sagen, ganz, ganz einfache Dinge, die, glaube ich, unseren Großeltern noch völlig selbstverständlich waren, dass man eine ordentliche Mittagspause braucht. Genau. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du dich jetzt eigentlich längere Zeit mit dem Thema Scheitern beschäftigt hast. Das Scheitern ist nicht sonderlich populär, aber Scheitern gehört ja einfach zum ganz normalen menschlichen Leben dazu. Was interessiert dich an dem Thema? Ja, grundsätzlich geht es ja immer darum, wie hat man mehr Erfolg, wie nutzt man sein Potenzial. Und dann, natürlich spricht man da nicht gerne vom Scheitern, aber letztendlich, wenn jemand in so eine Situation gerät, hat das damit zu tun, dass er vielleicht der Meinung ist, gerade zu scheitern oder gescheitert ist. Aber ich finde, man sollte das kultivieren, das Scheitern, weil das gehört dazu. Ich meine, wir brauchen doch nur mal ganz weit zurückdenken. Die Kinder, die ständig hinfallen, bevor sie das Erfolgserlebnis haben, ein paar Schritte zu tun. Also im Grunde scheitert man ja immer irgendwo, bevor man Erfolg hat. Möchtest du noch was loswerden? Regelmäßiges Bewegen ist einfach wichtig. Und egal wo, am Arbeitsplatz oder zu Hause, beim Kochen oder beim Zahnputzen, okay. Zähneputzen. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das interessante Gespräch.